Ich bin hier im Kursaal von Bern bei wunderschönem Wetter am ASUT-Kolloquium, der jährlichen Fachtagung von Astra, ITS, CH und TCS. Das Besondere an der ASUT-Tagung ist, dass sie moderne Technik von morgen fokussiert und gleichzeitig aber auch Best-Practice-Beispiele von heute zeigt. Ich versuche jedes Jahr hier hinzukommen, weil es sehr viele spannende Leute gibt. Wir können uns gut vernetzen und austauschen. Es gibt spannende Inputs. Dieses Jahr freue ich mich ganz besonders auf die Einblicke in unsere Nachbarländer und auch mich mit verschiedenen Women in Mobility auszutauschen. Diese moderne Technik werden wir brauchen, um das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Und sie wird uns auch helfen, die Verkehrsteilnehmerinnen zu einem Umdenken, zu einer Verhaltensänderung zu bewegen. Was mich jetzt am ersten Block sehr beeindruckt hat, ist die umfassende Sicht der Österreicher. Sie haben alle klimarelevanten Themen in ein Ministerium gepackt und auch in einen Masterplan reingepackt, der wirklich alles umfasst, vom Güterverkehr bis zum Velo. Das finde ich ein sehr guter Ansatz. Und Sie haben das auch in Kooperation mit vielen Akteuren, auch privaten, entwickelt und wollen das auch so umsetzen. Ich denke, das ist eine sehr zukunftsweisende Lösung. Als Verkehrsplaner nehme ich wahr, dass die Diskussion um die Digitalisierung sehr gut läuft, dass wir sehen, dass die Digitalisierung uns bei der verträglichen Abwicklung von Verkehren hilft, dass sie uns hilft bei der Verlagerung der Verkehre. Wo wir, glaube ich, noch stärker werden müssen, ist da, wo die Digitalisierung eigentlich der Monopolist ist, nämlich bei der Vermeidung der Verkehre. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf ein gutes Mittagessen. Was ist mein Fazit vom Anlass? Ich habe sehr viel gehört, sehr viele gute Konzepte von Ländern, von Firmen, von Branchen. Ich glaube, wir müssen die jetzt einfach zusammenbringen, keine Silos bauen und auf den Boden bringen. Wir haben heute viele Ansätze gesehen, die in die richtige Richtung gehen. Netto Null scheint erreichbar zu sein. Und ich habe für mich persönlich auch mitgenommen, dass der Kanton Zürich auch seine Hausaufgaben macht, zum Beispiel mit der Förderung von Ladeinfrastruktur für Private. Also ich glaube, insgesamt sind wir recht gut auf Kurs.